kotzt es mich auch an, wenn man immer nur auf ein und dasselbe Ereignis zurückblickt und immer noch den Erben die Schuld gibt, was doch unsere Väter und Großväter gemacht haben. Ja, ja, die Rede ist vom Zweiten Weltkrieg, dass wir ihn verloren haben und so weiter und so fort und was das doch für Gräueltaten sind, alle Deutschen sollten sich schämen, so wird es ja immer dargestellt. Das ist wiederum so eine Sache, pff, also alle Jahre wieder, irgendwann hat man sich's echt überhört. Dann kann ich nur noch mit den Augen rollen und sagen, ach Mann, ich weiß, dass da diese ganze Kacke gemacht wurde, aber wieso geben sie mir die Schuld? Die tun immer so, als ob ich das alles verbrochen hätte. Also ich fühle mich da immer persönlich angegriffen. Dass die immer sagen, ja, die Deutschen, oh, wie böse. Ja. Es ist scheiße gelaufen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Bitte greift mich nicht wegen meiner Meinung an. Dafür ist das Internet da, damit man seine Meinung äußern kann. Konstruktive Kritik ist in Ordnung, aber wenn sie sagen, oh, du bist voll der Nazi und so weiter und so fort, das stimmt nicht. Ich verabscheue auch das alles, was da geschehen ist. Mir wird auch schlecht, wenn ich die Bilder sehe und was die alles für Grausamkeiten gemacht haben. Das ist, also, ich finde das auch, das sind Gräueltaten, die bestraft gehören. Und deswegen sehe ich das auch alles ein, kann auch alles nachvollziehen, wie bestialisch die russischen Soldaten dann auch gegen die Deutschen dann vorgegangen sind, als sie dann die Deutschen zurückgeschlagen haben an der Ostfront. Ich kann das Verhalten da auch komplett alles richtig einschätzen. Ich glaube, aus der Rache, da hätte jeder Mensch dann so gehandelt. Die Deutschen sind ja auch nach Russland gekommen und haben die misshandelt und so weiter und so fort. Und ja, also ich finde das dann bloß ein bisschen, dass sie dann immer und immer wieder das ansprechen müssen, sagen müssen, oh ja, Deutsche, ihr solltet euch was schämen, was fällt euch ein, euch immer noch Deutschland nennen zu dürfen, das geht nicht, schämt euch. Ich kann nichts dafür, dass ich hier geboren wurde, ganz ernsthaft, ich kann nichts dafür. Und ja, jetzt könnte ich auch sagen, eigentlich müsste man den Österreichern die Schuld zufügen. Hitler war ein Österreicher und siehste, was der gemacht hat? Der hat die Leute angestachelt. So. Und naja. Aber das ist nicht das richtige Thema für ein Let's Play. Ich finde das, es ist bloß meine, ich wollte bloß nochmal meine Meinung dazu äußern, dass ich das immer schlimm finde, dass zu solchen Themen immer wieder die Politik drauf zu sprechen kommt und immer uns wieder diesen verbalen Zeigefinger vor den Augen schwenkt. Das geht nicht. Also darauf möchte ich echt verzichten, weil das ist genauso, wenn man in den Medien hört von wegen, oh hier, 20 Menschen sind wieder gestorben oder 40.000 sind oder genau 20 Menschen sind beim Bombenattentat gestorben. Das hört man zu oft. Man stumpft dann ab und dann ist die Medienwirkung komplett kaputt. Die wollen immer nur hypen, die Medien, und immer sagen, oh hier 20 Tote, bla 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 und hier und da ist wieder was geschehen. Die wollen in erster Linie schockieren. Oh, was sind das hier? Bernstein. Auf alle Fälle, die wollen immer nur schockieren und wenn man das dann zu oft hat, das ist dann, als ob man jeden Tag Schokolade isst und dann keine Lust mehr drauf hat. In der ersten Linie ist man erst schockiert und denkt, oh, Alter, ist das krass, scheiße. Oh, nein. Und genauso ist es dann auch bei diesen Sachen, wie zum Beispiel in Afrika verhungern jährlich Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen, weil sie nicht genug Lebensmittel haben. Irgendwann hat man sich's echt überhört. Genauso wie mit diesen, werden auch sie Pate. Ich habe wirklich in der ersten Zeit mal so drüber nachgedacht, ob ich das wirklich mal machen sollte. Aber dann kommen die an, hier, die finden immer wieder irgendeine Scheiße, wo sie dann immer wieder den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Von wegen,
Hier, Spende da, Spende dort und hier und sowieso. Ich bin ein Freund von Spenden, ja. Aber irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo man sich so sagt, hey, ernsthaft, wieso jedes verkackte Mal soll ich mich an die Tasche, an ein Portemonnaie greifen? Und das ist dann immer dieser Punkt, den ich dann immer nicht so greifen kann. Also echt. Ich glaube, euch geht es nicht anders. Ich bin auch so ein Mensch, der zu Weihnachten, okay, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, der da immer so ein bisschen altertümlich möchte ich nicht sagen, aber ja, dieses Weihnachtsflair haben möchte. Okay, jetzt sind wir hier bei diesem Boss. Und weil wir ja verkackte Bogenschützen sind, nutzen wir auch mal unser Talent. Und machen den Gegner ganz einfach platt. So, und das, was ich ja sagen wollte. Ich bin also noch so ein altertümlicher Mensch, welcher dann wirklich Mitleid hat mit den Leuten, die da irgendwo rumsitzen müssen, weil sie nichts haben oder nichts haben wollen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe bei Obdachlosen, wieso sie nichts. Wieso sie da draußen sitzen. Und da finde ich es echt schade, wenn sie dann da draußen sitzen. Deswegen werfe ich denen auch gerne mal was in den Spendentopf. Aber wenn die dann immer wieder im Fernsehen dann aufrufen, hier, spende, sei kein schlechter Mensch, bla 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 bla. Ey, das hört man einfach viel zu oft. Das hört man einfach wirklich viel zu oft. Man stumpft ab. Und das ist das Problem. Ich glaube, das würde auch alles ganz anders sein. Ich glaube, das ist jetzt so. Das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr arg, wenn man sagen würde, wenn sich die westliche Kultur nicht in Afrika einmischen würde, ich glaube, es würde besser laufen. Weil, wenn sich der weiße Mensch immer und immer wieder dort einmischt, die werden niemals klarkommen. Die haben ihre ganz persönliche Einstellung, wie sie zu leben haben, und da kann man nie keine Demokratie ausbreiten. Das ist. Da müssen noch wirklich einige Generationen vergehen, bis die wirklich Demokratie durchsetzen und so weiter und so fort. Das muss bei denen eigentlich alles selber kommen. Ist meine Meinung. Und wenn, ich sag mal, was ist so schlimm daran, dass die ihre Stämme haben? Ist das so verkehrt? Die haben doch auch Jahrzehnte, Jahrtausende so gelebt, und dann kommt der weiße Mann und sagt, wir müssen sie zivilisieren. Hä? Wieso? Denen geht's so gut. Erst recht, das Coole ist, selbst bei solchen Sendungen wie die strengsten Eltern der Welt, da war bei der einen Folge war da ein, ja, wie soll ich sagen, da waren sie in so einem Amazonastamm, der erst vor 20 Jahren entdeckt wurde. Ist das so schlimm? Ich finde das beeindruckend. Dass es wirklich da draußen noch Menschen gibt, welche wirklich darauf achten, ah, hier, der Baum, der ist gesund, den lasse ich in Ruhe und so weiter und so fort. Also, ich finde das nicht gut, dass sich die Menschen einmischen. Und das ist echt. Man sollte einfach viel, viel, viel mehr Schritte zurücktreten. Das fällt mir auch im Berufsleben auf. Wenn ich mal so vergleiche, meine Jugend, okay. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich Revue passieren lassen habe und mich mal daran erinnert habe, wie ich aufgewachsen bin. Mit Telefon und so weiter und so fort und Internet. Damals hatten wir sogar eine Internetverbindung. Wir durften sogar 2 GB im Monat downloaden. Alles, was drüber gegangen ist, ging voll ins Geld. Ey, heute, da ziehe ich das in einer halben Stunde runter. Also,
Und wenn man das dann sich mal so verallgegenwärtigt, also das ist. Vor- und Nachteile, meine lieben Zuschauer. Aber ich weiß auch nicht. Aber die Verbindungswege zwischen den Menschen werden immer kürzer, immer kürzer. Man kann sich viel schneller Nachrichten zuschicken oder ja, miteinander kommunizieren. Geheimnisvoller Krieger, durch die Rettung Aber die meines Menschen werden Lebens immer hast du mehr einsamer. erreicht, als du weißt. Ich leite den Orden des Prometheus in Athen. Wir sind ein alter Orden, dessen Aufgabe es ist, das Reich der Menschen zu wahren. Was du gehört hast, ist wahr. Die Kraft hinter diesen Monstern ist ein mächtiges Wesen, ein niederer Titan, bekannt als ein Telkine. Die Titanen sind ein altes Göttervolk, viel älter als Zeus und seine Gefährten. Aha. Sie besaßen einst die absolute Macht. Alle Lebewesen folgten ihrer Herrschaft. Aber dann schufen die Götter die Menschen und segneten uns mit Intelligenz. Wir trotzten den Titanen bei vielen Gelegenheiten und sie beschlossen, uns zu vernichten. Die Götter hielten dagegen, da sie nicht wollten, dass ihre größte Schöpfung vernichtet wird. Ein großer Krieg brach aus. Obwohl es nach einem Sieg der Titanen aussah, unterstützten ein paar kühne Krieger und Helden die Götter. Sie verbanden die Titanen in ein niederes Reich. Wir glaubten, dass alle Telkine mit ihnen verbannt wurden. Anscheinend lagen wir falsch. Der Telkine ist nun auf dem Weg nach Knossos auf der Insel Kreta. Wir fürchten, dass er die Zerstörung eines heiligen Artefaktes plant, welches wir seit Jahrhunderten bewachen. Über dieses Artefakt halten wir Kontakt zum göttlichen Reich. Wenn es zerstört wird, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Du musst ihn aufhalten. Gehe zum Hafen hier in Athen. Dort findest du einen Boten unseres Ordens, der eine Überfahrt nach Kreta für dich organisiert. Beeil dich. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Okay, wunderbar. Wunderbar, dann hätten wir das hier soweit. Lalala. Oh Mann. Oh Mann. Naja, wieso ich ja eigentlich darauf zu sprechen gekommen bin, war ja, dass ich meine Bildung nur durch ZDF, also wenn es um Antike geht, durch ZDF, NDV und die ganzen Nachrichtendokumentationssender mitbekommen habe. Und nicht, okay, ich bin ja auch ein Mensch, habe ich euch auch gerade ja schon versucht zu erklären, ich bin ein Mensch, der eh immer neugierig ist, was, wenn es darum geht, Vergessenes. Aber es gibt ja auch Leute, welche nicht so wissensbegierig sind, welche sagen, hey, neu, 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 ich brauche alles Neues, ist immer neu, neu ist besser, neu ist immer besser. Und deswegen, also, bitte tretet nicht immer nach vorne, sondern guckt auch mal zurück, das ist immer das Wichtigste. Denn wenn man immer wieder nach vorne guckt, dann... Wenn man nur nach vorne guckt, dann vergisst man gern das, was einen geprägt hat. Dann wird man auch viel zu schnell übermütig und... Naja.